Ja, hallo und willkommen zurück bei Let's Play, Let's Battle der Schlacht um Mittelerde 2. Ich kämpfe gegen den Dü und zwar in Mordor. Ich bin in Mordor einmarschiert. Beziehungsweise am Schicksalsberg. Und das werden wir schon hinkriegen. So, bis denne. Haltet euer Werkzeug bereit. Hört man mich noch bei dir? Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ja, weil ich habe nämlich TS nämlich in unser Teamspeak nämlich nicht offen. Wo ich das sehe. Oh. Oh, da kommen sie schon. Ich sehe sie! Los! Sie greifen einen Schreibpunkt an! Wir werden sie begriffen! Oh, Scharkur. Ist platt. Wo steht er denn? Hat er hier unten sein Lager oder was? Ja. Ja. Macht, was euch befohlen wird! Kommt einfach von unten. Ja, kann einen Turm kann ich bauen. Ja, toll. Okay. Oh, krass. Krass, 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 krass. Ja, gut. Gut, die Folge wird nicht länger gehen als die vorherige. Aber jetzt die Schlacht. Jetzt wird man hier natürlich einfach nur überrannt. Ja. Schauen wir uns einfach mal an, was da noch so passiert. Wir können vielleicht mal noch so eine Warggrube bauen. Wir bauen einfach mal noch so eine Warggrube. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch einen Warg raus. Können wir den Warg zumindest mal noch so ein Gehöft von ihm zerstören. Mal schauen. Aber ich glaube, mehr wird es dann auch nicht werden. Wir haben den Feind gefunden. Sie greifen einen Schmelzofen an. Gut, da kommt sie ja, die Armee, und sie rollt und rollt und rollt. Ja. Ja, Glückwunsch. Ja, damit war es auch erledigt. Ja, keine Chance zurzeit. Ja, na gut, wie gesagt, ich bin momentan auch mit einer Übernacht unterwegs und entsprechend schnell geht das natürlich. Ja, natürlich. Schauen wir mal, wie das dann bei der Mission ist, wo ich mich verteidigen muss. Du greifst mich ja auch an. Gucken wir mal, das geht jetzt los. Das geht jetzt ja, los. Die kommt jetzt. Ja. Das ist sozusagen eigentlich, wenn man das so will, ist das so mit einer meiner letzten Chancen. Wenigstens einmal zu gewinnen, ja. Das Problem ist, dass da schon Einheiten von mir sind, dass da auch eine Festung steht. Und hast du nicht gesehen. Drei Stück. Wir werden sehen. Ja. Dann muten wir uns mal. Und, ich mute mich mal und dann geht's los. So, ja, wie gesagt, Festung steht, drei Einheiten stehen auch drin. Ja, wir werden uns... Ja, was werden wir machen? Ich denke, wir werden uns mit unseren Einheiten, die wir da zur Verfügung stehen haben, werden wir versuchen, ihn gleich direkt klein zu halten, das heißt, auf die Gehöfte zu gehen oder auf, ja, halt klein zu halten. Müssen wir schauen, ich habe jetzt nicht genau gesehen, was er hatte an Einheiten. Hätte ich mir vielleicht nochmal schauen sollen. Ja, aber wir werden, wie gesagt, wir werden ihn erstmal klein halten, werden aber im Hintergrund auf jeden Fall zu 100% noch nachproduzieren. Da wir werden natürlich auch keine Festung bauen, weil es letztendlich auch keinen Sinn hat. Rennt! Weiter! Weiter! Schneller! So, dann haben wir hier unseren Baumeister. Der baut erstmal schön einen Schmelzofen. Der nächste Baumeister baut auch einen Schmelzofen. So, und unsere Armee kommt in 15 Minuten, kommt unsere Verstärkung mit Saruman.
um das auch nochmal so aufzuzeigen. So. Kommt schon! Hier entlang! Das neue Gebäude ist fertig! Kann sie riechen! Hier wird nicht gefaulenzt! Mach dich nützlich! Wir werden dann fertig! Kommt schon! Jetzt! Macht euch wieder an die Arbeit! Baut! Heute kosten wir. Okay, hier ist noch keiner. Weiter! Weiter! Kommt schon! Weiter! Weiter! Beeilt euch! Weiter! Schneller! Nee, auf den Graubunhold gehen wir jetzt nicht. Das würde uns wahrscheinlich schlecht ein bisschen was kosten von unserer Armee. Das möchte ich dann auch nicht haben. Wir schauen uns einfach erstmal alles an. Ihr wisst, was zu tun ist. Haltet euer Werkzeug bereit. Ich weiß, ich weiß. Ja, Mist, kriege ich mich hier ständig. So, dann kommen wir hierher. Mach dich nützlich! Gut, wunderbar. Niemand stellt sich uns in den Weg. Dann wird er wahrscheinlich hier unten sein. Rennt! Kommt schon! Hier entlang! Rennt! Bewegung, Urukai! Sie brandschatzen den Gehaus des Baumeisters! Das neue Gebäude ist fertig! Ihr wisst, was zu tun ist! Saruman wird erfreut sein! Jetzt! Beeilt euch! Hier entlang! Kommt schon! Beeilt euch! Wir haben viel zu tun! Mach dich nützlich! Ich kann dir riechen! Wir werden fertig! Weiter! Weiter! Jetzt! Ich hätte eigentlich gedacht, dass er hier steht. Aber ist irgendwie auch nicht der Fall. Dann wird er wahrscheinlich hier sein, denke ich jetzt einfach mal. Beeilt euch! Macht euch wieder an die Arbeit! Diese Gebäude gehören dem Feind! Da können wir nichts bauen! Heute kosten wir Menschenfleisch! Hier wird nicht gefaulenzt! Baut! Da ist der Feind! Was sollen wir tun? Wir sehen nicht, von wo sie angreifen! Ihr macht, was ich sage! Sie fliegen! Komm hin! Ihr wisst, was zu tun ist! Macht euch wieder an die Arbeit! Baut! Sie müssen sterben! Kommt schon! Weiter! Weiter! Ja, und was sieht man da? Keine Chance, ne? Keine Chance. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Bewegung, Urukai! Das hat keinen Sinn. Den Wagen des Baumeisters gebrannt. Lurz ist weg. Er hat jetzt das Kommando. Ich sagte gerade, das ging noch schneller als ich dachte. Hast du jetzt aufgegeben? Ich habe jetzt aufgegeben, ja. Ja, was soll man machen? Also der Ringkrieg ist, kann man sagen, definitiv gelaufen. Also es gibt keine Möglichkeit, den Bonus-Dingern entgegenzuwirken. Das ist einfach so. Naja, ja. Gut. Dann würde ich sagen, kämpfen wir noch bis zum bitteren Ende. Das ist ja nicht mehr viel. Guck mal an. Das ist die
Ja, es ist aber, schafft man noch. Nein. Ja, ich weiß. Ja, da, das ist ja okay. Aber ich möchte aber trotzdem nochmal dazu sagen, und das musst du auch mit verstehen. Du hast einfach, du hast nicht nur du, wie viel Spielerboni hast du? Schau dir mal die Spielerboni an, was du da alles an Bonus hast. Also, ich habe Rohstoffmultiplikator. Wir gehen es mal durch. Ja, dann sag mal an, was hast du? 1,2 habe ich. Ja, ich habe 2. Das heißt, du bekommst doppelt so viele Rohstoffe. Nee, nicht ganz. So, du hast viermal so viele Fähigkeitspunkte wie ich. Du hast einen Angriffsbonus in Höhe von 60, 100% oder sowas in die Richtung. 70%. Das heißt, du hast einen Angriffsbonus von viermal so hoch wie, nee, sogar siebenmal so hoch wie was ich an Verteidiger zum Beispiel. Okay, gut, Verteidigungsbonus. Wie hoch ist 90? Der? 90? So, habe ich 15, also auch siebenmal. Ja, meine Einheiten sind siebenmal gleich von, einfach nur weil ich dich angreife, sind die siebenmal so schwach wie deine Einheiten. Das hat man doch gerade gesehen. Das waren fünf, sechs Einheiten von mir. Du hattest drei, vier, fünf, wo hattest du vielleicht noch zusammengebaut. Noch geheilt, vielleicht ja, noch genau, die sechste. Wie gesagt, ich hatte dann schon ein paar mehr. Ich habe ja schon, wie gesagt, was zusammengebaut gehabt. Dann kam noch hinzu, dass ich, wie gesagt, meine Einheit natürlich heilen konnte. Hat natürlich was geholfen und dann habe ich halt, du hast schon dafür gesorgt, dass, oder versucht, dagegen anzugehen, dass die Einheiten, sie umzurennen. Das Problem ist, dass die alle auch schon Stufe 3 waren, die brauchte ich, die hatten zwar keine Verbesserung, aber die waren alle schon Stufe 3. Entsprechend war ich dadurch auch wieder von Vorteil. Weil ich die wo gebaut habe, wo die halt schon steigen. Beziehungsweise es kann auch sein, dass die quasi von Haus aus, je länger die rumstehen, auch von mit Erfahrung steigen kann auch sein. Weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich, vielleicht hatten die auch schon eine Schlacht geschlagen oder sowas in die Richtung, wo ich schon mal angegriffen hatte. Naja, jedenfalls ist der Angriff fehlgeschlagen und ich beende mal die Phase, damit wir hier weiterkommen. So, genau. Guck mal, ist doch nicht mehr viel. Ja, und das sind jetzt noch 3 Gebiete. Naja, das kriegst du schon noch hin. Zack. So, ich mute mich mal, damit es losgeht. So. Ja, gut. 3 Gebiete jetzt noch. Gut, was willst du machen? Würde alles als Verstärkung sollen wir dann irgendwann ankommen. Probieren einfach mal alles hinzuschicken. Vielleicht mal gucken, wo der Computer das hin simuliert eigentlich. Das ist mal interessant. Du, was meinst du? Machen wir erstmal eine kleine Pause mit dieser Schlacht und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ja, machen wir halt in der nächsten Folge weiter. Okay, denn Leute, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, bis denne. Tschüss.